Ja, als ich den Radsturz gesehen habe, dachte ich mir schon, es kann ja gar nichts werden mit Kurve. Eigentlich Punkt zu Punkt. Ja. Ja, stimmt. Feuer. Ja, komm. Ich fahr ein Rennen, hab schon wieder keinen Bock mehr. Ich krieg den Boxwill, Mann. Ich krieg den Drift Yosemite. Alter, Mann. Ah. Okay. Der ist gar nicht so langsam. Der fährt 150. Der Junge, der Drift Yosemite, Digga. 230 und let's go, Alter. 250. Jetzt geht er dir richtig ab, Alter. What the fuck? 270 oder was? Singa, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Online. Heute wieder richtig geile Custom Maps hier. Nicht Custom Maps, sondern geile Maps auf Mega Game Server. Wir fahren wieder an beim Rennen. Und der spartastische Dennis ist wieder mit dabei. Was geht? Hallo! Nimmst du auch Vehikel 1? Ja, wow, Alter. Ja, cool. Sehr viel Auswahl. Kannst du gar nicht wählen zwischen Vehikel 1 und Dings? Ich hab nur den Italien. GTO. Leute, bei mir den steht da, bei Personal Vehicle kann ich noch switchen zwischen Vehicle 1 und Non. Okay, habe ich nicht. Und Vehicle 1 ist, hat besseren Drag. Deutlich besseren Drag. Was? Zwei Balken mehr. Ich flieg aus! Warum machst du den? Weiß ich nicht. Also, wir waren gerade 52 Spieler. Ich fang mal mit einer Top 10 ganz geschmeidig an. Ey, ich mach mal. 25. Erstmal ganz entspannt. 25. Ganz entspannt in die Hälfte drin. Kurz. Ja, 25. Okay. Was ist das denn? Sind das wenigstens dann zwei Runden? 5 Kilometer ist schon ein bisschen schlapp. Ja, werden zwei Runden sein, denke ich. Junge, wie geil meine Karre aussieht. Ja, Freunde, viel Spaß, ne? Ab geht die Post. Und so, irgendwie, ne? Ist ja Bescheid und so. Hoffentlich. Geht mein Controller überhaupt? Hallo? Ja, cool. Es funktioniert. Es funktioniert. Ja! Perfekt! Ich komme am Start weg und ich habe den besseren Drag. Du startest schon wieder vor mir. Toffen, toffen! Vollgas, jawoll! Was ist denn, ey? Was ist das denn? Oh, Junge! Hey, zieh doch, Junge! Der zieht nicht! Scheiße, Mann! Ich geb auf! Kein Bock mehr! Die Karre zieht Denk nicht! Denk dran, du hast doch diesen Slipstream-Turbo, ne? Alter! Ich hab die übelsten Decks! Nein! Nein! Warum jetzt, Controller? Oh, okay, nehm ich. Junge, bei mir leckt es aber auch so hart rum. Alter, das ist nicht mehr normal. Digga, ich komm gar nicht auf die Route klar, Digga. Wow, ich hasse mein Ding. Der scheiß Controller jetzt wieder nicht mehr. Fährst du nicht mehr? Nein. Oh, nö. Nein, ich bekomm irgend so ein LKW, Digga. Alter. Es geht nicht mal jetzt. Ich hab ihn ans Kabel geschlossen, es funktioniert nicht. Und Controller gestorben. Der Controller gestorben. Mit Tastatur fahren, ich flipp aus. Digga, dieses Ding lenkt nicht, Alter. Jo. Digga, ein LKW drift, was ist da los? Junge, das ist aber auch nicht mehr normal. Ich hab die Todeslecks. Hallo. Alter. Hä, aber Digga, ist ja voll geil. Also jetzt für das Rennen scheiße, aber dieser Truck, du kannst einfach mit diesem Truck driften, Digga. Also es macht ja mega Spaß und so, aber ich bin gerade auf Platz 37. Es macht irgendwie nicht so Spaß. Ich sehe jetzt nirgendwo, dass es... Ah doch, es gibt drei Runden. Okay, geil. Also ich weiß nicht, was hier abgeht, aber mein... Das Junge. Spiel leckt so hart rum. Was haben die gemacht mit dem Spiel? Also bei mir läuft's wunderbar. Bei mir, es leckt zu Tode. Wirklich, ich kann so nicht fahren. Das ist schlimm. Jetzt muss ich auch noch mit Tastatur fahren und dann noch diese Lecks. Das ist... Wow. Oh, bitte jetzt eine geile Karre. Ja, Junge! Alter, dieses Rennen bin ich so lost, Alter, diese Scheißkiste, damit kann ich gar nicht fahren. Bin in einen Transformpunkt gefahren. Geil. Und nach 5 weiter eingesammelten Punkten hat mein
Fahrzeug sich erst gewechselt. Also, das ist, ich weiß nicht, was geht hier gerade richtig komisch ab. Ja, mal hier ein paar Netzwerkproblemas. Nee, das hat nichts mit dem Netzwerk zu tun, glaube ich. Ja. Es liegt so hart rum, das ist nicht mehr normal. Also, dass ich mal ab und zu so ein kleines Bild hänge. Endlich kann ich mal wieder ein paar Leute hier einholen. Nemesis. Scheiße! Gib Gas, du Stück Scheiße! Ja! Gutes Fahren setzt sich am Ende durch, Alter. Komm, wieder in die Top 30, bitte. Bro, so geht das nicht. Keine Ahnung, was da beim lieben Dennis mal wieder los ist. Aber da läuft's nicht. Controller will nicht, PC will nicht. Vielleicht schaust du das Game mal neu oder so. Ja, habe ich, mach ich jetzt. Das okay. Macht hier keinen Sinn. Die Runde brauche ich gar nicht zu Ende fahren. Alter, mein Prozessor ist zu 100% ausgelastet. Was denn hier los? Dann solltest du vielleicht doch mal... Digga! Es gibt nur zwei Prozesse, die aktiv sind. Wie kann der zu 100% ausgelastet sein? Ja, du hast nur einen Vierkerner, ne? Discord und Spotify. Der ist bei mir nicht aktiv, er ist komplett ausgelastet. 100%. Ja, ist doch geil. Ich... Also ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Der geht gerade richtig... Digga, ich habe jetzt schon wieder so einen Burrito, Alter. Warum kriege ich den vielleicht, Burrito? Vielleicht mal PC neu starten kurz? Kannst du auch mal probieren, ja. Bis gleich. Damit der die Prozesse mal alle beendet, ja. Irgendwie? Ja, starten wir. Bin gleich ja da. Bis gleich. Wir machen hier mal weiter, Freunde. Jemand muss ja hier die Unterhaltung bieten. Jetzt ist er weg. Ja, jetzt hier. Richtig geil. Nee, Spaß. Geiler Typ. Ich hoffe, es geht gleich wieder. Ja, sein Rechner ist ein bisschen was älter. Müssen wir ihm vielleicht doch mal langsam neun zusammenstellen. Aber es gibt mir mal was Geiles. Digga! Ich habe auch dieses Mal echt kein Glück, ne? Das macht keinen Digga, dieser Truck kann noch nicht schneller fahren wie ich. Nee, was ist denn das? Ja, ach Digga, naja, gut für Kurven. Wirkt jetzt nicht die schlechteste Wahl, aber. Ja, vor mir, der kriegt ja so ein Raketenauto, weißt du? Da denke ich mir auch wieder so. Ja, Digga, dankeschön für gar nichts oder so, ne? Ja, yeah, jetzt geht's los. Motorrad, ja hier, 236, das müssen wir jetzt mal toppen, Alter. Jetzt muss es doch mal hier was Geiles geben. Dieses Motorrad fahre ich jetzt erstmal eine Weile, was schon mal ganz geil ist an sich, aber... Wobei, eigentlich nicht. Man, guck dir diesen lahmen Geschwindigkeitsding an, Alter. Oh Gott. Hallo? Ja, wunderschönen guten Tag, ist zurück. Jo. So, jetzt gib mir einmal was Geiles. Jawohl, jetzt gibt's den Kokett, jetzt geht's los. Hoffe mal, dass jetzt alles ein bisschen flüssiger läuft. Ich beende hier schon mal ein paar Prozesse, die im Hintergrund wieder geöffnet werden. Da bin ich aber gerade ein bisschen durchs Feld geflügt, würde ich sagen. Jetzt bin ich doch schon wieder Top 10, Mensch. Das wäre mein Ziel. Aha. So. Aber auch Discord läuft schon mal viel flüssiger, weil selbst da hatte ich in meiner und deiner Kameraansicht Bildrückler. Jawohl, 10. Platz, Alter. Scheiße, jetzt gibt's wieder eine Karre. Nein, ich krieg den Schafter. Alter, was soll ich mit dieser gepanzerten Möhre? Ich glaube, das liegt tatsächlich an 5M. Ich habe jetzt beim Starten schon wieder Fehlermeldung, dass das Spiel gecrashed ist. Also wieder eine komplett neue Meldung. Okay.
Jetzt passiert irgendwas. No direct X or. Also 10 or 11 hey, Adapter or Runtime Digga, found. Alter. Please install last latest direct X runtime or. Direct X. Digga, womit belohnt er mich zum Abschluss mit einem Betonmischer, Alter? Was ist denn das? Irgendwas Discord jetzt auf der falschen. Bruder, was ist denn das jetzt hier? 5M, der zerstört gerade meinen ganzen Rechner. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Das hat nur noch für den 13. gereicht. Mann! Digga, das war meine schnellste Runde mit Betonmischer drin, Alter. Es ist witzig. Mann, Alter. Kriegst du es hin? Auf jeden Fall nicht auf die Schnelle. Ich muss jetzt hier erstmal, ich muss ja jetzt hier irgendwie, dass ich DirectX eine neue Version installiere. Das muss ich jetzt erstmal finden. Ja, ein Runtime ist ja. Aber er macht jetzt hier gerade, ich weiß nicht, Formatierung, ich spinne gerade alles. Also 5M läuft bei dir. Ja, wie gesagt, ich habe keine Problems. Ja, sonst ging's auch immer. Das ist jetzt erst seitdem die da die neue Version draufgepackt haben. Ja, vielleicht nutzt ihr halt neueres DirectX im Hintergrund, ja. Irgendwie kommt mein Rechner damit jetzt überhaupt nicht klar. Ja. Warum müsst ihr immer alles ändern? Was soll der Scheiß? Ja, Havox. Ist weiter! Und den Sieg heimt sich ein der gute Cody 6656. Hat er nicht gerade auch schon gewonnen? Na gut. Freunde, ich würde sagen, wir machen einen kurzen Cut hier und dann bekommt Dennis das hoffentlich hin und dann geht's mit ihm zusammen nämlich weiter. Und ja, dann läuft's vielleicht nachher irgendwie wieder. Ja, gucken wir mal. Ja, probier's wie gesagt nochmal. Was ist das eigentlich so scheiße? Genau, probier's nochmal mit dem Grafiktreiber. Boah, die Strecke ist ja in sich. Man kann ja bei dem Treiber auch einstellen, komplette Neuinstallationen vornehmen, dann probier's mal so. Damit er die alten mal wegkickt. Und wenn du da irgendwie einen 2 Jahre alten Treiber drauf hast, dann wird klar, warum das nicht mehr läuft. So, GeForce Game Ready Driver, ja, veröffentlicht genau. Datum 11.10.22. Ja. Ich drücke auf Herunterladen und nichts passiert. Er lädt nicht mal runter. Weiß nicht, passiert nichts. Kann ich noch 1000 Mal klicken, er macht nichts. Okay. Du kannst ihn dir auch manuell aus dem Internet ziehen. Wenn du eingibst auf Google Nvidia Grafikkartentreiber, dann kommst du auf die Nvidia-Seite, dann musst du deine Karte auswählen. Und dann zeigt er dir direkt den passenden Treiber. Oder. Das hat doch alles funktioniert. Warum geht es denn nicht mehr? Mehr Boost jetzt? Ja. Ich wundert aber auch gerade, dass ich noch mit dir reden kann, weil mein Discord ist eigentlich geschlossen. Ja, okay. Das ist so auch witzig. Nicht schlecht. Ja, ja, und weg ist er. Cool! Weiß auch nicht, was mit seiner PC los ist. Ja. Das passiert halt. Ah, wunderbar. Oh, da ist er wieder. Ja, mein Discord hat sich gerade mal doch entschieden zu schließen. Junge, ich drück doch auf herunterladen, wieso machst du nichts? Kann man komplette Neuinstallation vornehmen. Ja, zieh dir den Treiber aus dem Internet.
gibst du einen Nvidia-Grafikkartentreiber und dann musst du dein Modell auswählen. 960. Und dann zeigt er dir den passenden an. Nvidia-Grafikkartentreiber. Grafiktreiber reicht eigentlich auch, oder? Ja. Offizielle Treiber Nvidia. Genau. Und dann Produkttyp GeForce. Genau. Dann GTX 900er. Und dann 960. Und dann zeigt er dir den, der passt. Gibt's ja nicht. Produktserie, was habe ich denn für eine Produktserie? GeForce 900. 900 Series. Genau, und dann 960. Ein GTX 960 64-Bit, GAD. Suche! Ja. Ja, herunterladen. Das ist doch die Version, die ich brauche. Akzeptieren und herunterladen, mach es jetzt! Ich hab den Streiter, Digga. Ja, ich bin Zweiter, ist mir gerade aufgefallen. Nein! Der Streiter! Digga, wenn ich die Kurve nicht verkackt hätte, wäre ich gerade Erste. Wo ist denn der Erste? Ja, Digga, der hat schon wieder 5000 mal schnellere Karre. Ja, ich krieg den Landstalker XL, Alter. Wunderbar. Kann ich mitarbeiten. Sind die flotter? Ja. Nice, Digga. Zweiter Platz, aber ja, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber naja. Nee, sag ich jetzt einfach mal nicht nein, ne? Ja, gut, das, fahren musst du können, wa? Yeah. Ja! Na komm, Internet. Mein Internet hat jetzt aber auch gerade nicht so Bock. Das arbeitet nur mit 3 MB die Sekunde statt 5. Ja, ich dachte, du hast eine flotte Leitung. Hab ich ja auch. Aber 5. Frag mich nicht, was hier gerade los ist. Aber 5 wäre ja nur eine 50er Leitung. Hast aber du ich hab ja eine 250er. Ja, dann müsstest du 25 kriegen. Tja, er arbeitet gerade mit 3 MB die Sekunde. Das ist also 25er Leitung. Also frag mich nicht, was mein Rechner hier gerade macht. Junge, ich habe so eine geile Karre. Wenn ich den ersten damit nicht einhole, weiß ich auch nicht, was der wieder bekommen hat. Wahrscheinlich hat er wieder den Formular bekommen und was weiß ich nicht was. Der wieder für Karren kriegt. Scheiße, ich krieg wieder was anderes. Ich hab's dir nie gezeigt, dass meine Leitung so schnell ist. Hast du ja gesehen. Digga, der Jubilee, Alter. Na, vielleicht kommt's gerade nicht an. Ihr habt ja bestimmt kein DSL, sondern Kabel, oder? Bei Kabel ist es immer mal ganz gerne, dass das nicht ankommt. Was die versprechern. Aber ganz ehrlich, wenn ich diesen Platz nach Hause fahren kann, bin ich mehr als zufrieden erstmal. Second place. Sabre Turbo, das erinnert mich immer an die eine legendäre Folge. So, der erste ist im Ziel, aber der zweite Platz ist safe. Den nehmen wir uns mit. Jawoll. Ja, also ich fand jetzt gar nicht, dass ich so krasse Karren hatte, aber irgendwie bin ich gut da vorne gekommen. So will ich das nämlich sehen. Und wie viel hat er runtergeladen? Treiber sind ja relativ groß mittlerweile. Gleich drei Viertel. Ja, die ist eigentlich nur 812 MB groß. Ja, 800 groß, MB, aber ja. Ich weiß noch, damals war der Treiber für 300 MB. Er macht ja, dadurch, dass er halt nur mit 3 MB runterlädt, dauert es eben länger irgendwie. Normalerweise müsste der das ja ein paar Sekunden durchschießen, ja, aber klar. Das hab ich ja. Ich hab ja letztens den Grafiktreiber als runtergeladen am Wochenende mit dem mit der neuen Leitung, Alter. Ich war einfach in 20 Sekunden war das Ding durch. Ja, so müsste es eigentlich auch sein, aber hier spinnt irgendwie alles an dem Rechner gerade. Naja. Dann sollten wir vielleicht aber mal für nächstes Jahr einen neuen PC anvisieren, ne? Updates sind alle auf dem neuesten Stand, daran kann es nicht liegen. Neuer PC. Nur der. Digga, was für ein neuer PC? Ich hab kein Geld für PC. Kann ich mir nicht leisten. Ich spar Geld für einen PC. Nein, ich hab ein Auto und ich brauch mein Geld für mein Auto behalten. Ist halt Nachteil. Ja.
da ist er doch. Naja, mal gucken. So. Wenige Sekunden verbleiben. 812 und 812. Komm jetzt. Öffne dich. Sesam, öffne dich. Das ist halt wieder der Nachteil bei Computern, ne? Wenn sich eins aktualisiert, dann musst du gleich alles und... Ja. So, wenn der Dennis weiter rumrätselt mit seinem wunderschönen Rechner, machen wir mal weiter. Oh, soll ich Express-Installation oder benutzerdefiniert? Nee, mach benutzerdefiniert. Dann kannst du nämlich irgendwo den Haken Neuinstallation vornehmen setzen. Ja, hab ich. Und dann legst du los. Hab ich jetzt mal gemacht. Okay, weiter. Mach ich jetzt mal. Einfach. Jetzt stürzt der Geil alles ein, pass auf. Digga, ich blute einfach auf der Nase, Digga. Das hab ich auch gerade gesehen. Was ist da los? Alter. Was ist das jetzt? Was ist warum, denn warum jetzt blutest los? Du denn? Ja, ist schon halt getrocknet. Scheiß Pickel auf der Nase. Gehe ich dann auf? Ja, ich krieg ja auch einen hier. Merkt ich schon, weiß nicht, was in letzter Zeit los ist. In letzter Zeit sprießt es bei mir im ganzen Gesicht. Weiß ich auch nicht, was da los ist. Hier oben, hier, da, überall. Wenn ich noch näher rankomme, sieht man noch mehr. Das lasse ich jetzt mal bleiben, Alter. Ja. Ja, genau. Genau. Einfach an derselben Stelle, Mann. Das ist ja was wie so ein Inder. Oh, ein Hiti. So, wir legen jetzt mal richtig los, Freunde. Jetzt muss der Sieg drin sein. Eure Version wird entfernt. Na ja, gut, wenigstens kann ich dir zugucken. Also, ich habe ja ein bisschen beschäftigt. Ich habe ja schon mal einen Fortschritt, wenn er diesen Treiber installiert. Bisschen Kino. Aber komisch dann. Ja, vielleicht jetzt durch die Neuinstallation wird GeForce Experience mal neu installiert und dann geht's vielleicht in Zukunft wieder. Scheiße, verkackt. Vielleicht geht ja dann alles wieder. Vielleicht geht ja dann auch wieder. Geht ja auch eine Lex. Ja, mal sehen. Ein Treiber macht jetzt nicht so viel, aber... Aber vielleicht war es ja das, was... Lass uns mal überraschen. Ja, kann ja sein. Ich meine, wenn der letzte Treiber wirklich 2 Jahre alt ist oder so, dann... Ja, ich konnte den schon länger nicht mehr installieren. Was ist denn diese Karre für eine Scheiße? Aber er sieht geil aus. Ja, aber er fährt sich so gar nicht, Alter. Das Heck ist so lose. Du kannst ja den gar nicht treten. Glück im Vollkammer. This is fucking awesome. I'm gonna fuck some decks. Okay, oh Gott. Nein, ich krieg den Panto oder was? Ich raste aus. Bei Anbetracht dessen, was die anderen so kriegen, ist der Panto jetzt gar nicht so ein scheiß Auto, aber... Ja, okay, bergauf ist er doch schon ziemlich Rotze. Aber in den Kurven ist der ganz angenehm, so. Warum habe ich keinen? Kann ich jetzt bitte ein neues Auto kriegen? Digga, Checkpoint 20 von 30 oder was? Das Rennen gleich vorbei? Ah ne, 3 Runden. Perfekt. Der Trophy-Truck, jawohl. Der Trophy-Truck. Ja, der ist okay. Ja, der hat den Bus bekommen, jawohl. Oh, da sind wir wieder Top 10. Ich sehe doch schon wieder hier. Sieht doch gut aus. Junge, wie der auf die Bremse steigt. Ist richtig geil, diese Karre. Ohne Witz. Auf der Bremse macht das Ding Fun, Mann. Jawohl. War ich kurz weg? Nö. Also ja, kann sein. Du hattest gerade wahrscheinlich schwarzes Bild, wa? Ja, den macht er hier gerade. Ja, genau. Komm, wo ist der Boost? Ja! Haha, da sind wir schon auf dem 4. Alter.
installiert er den Digga, Treiber. Nee, Digga. Meine Chance, nach vorne zu kommen. Und dann kommt dieses Ding, Alter. Komm, jetzt gib mal ein bisschen Gas hier. Ah, nicht zu viel Gas. Um die Kurven würdet ihr nichts. Oh, bei diesen Kurven hätte ich jetzt gerne mal bitte den Formula, ja. Vor allem hier hätte man den auch wirklich lange, ja. Also hier würde der schon echt was bringen, ne. Jetzt gib mir eine geile Karre, der erste Platz ist doch nur zwei Kurven weiter. Digga, ich krieg schon wieder diesen Schaft da, Digga. Und der vor mir kriegt schon wieder so ein Sportauto. Aber gutes Fahren setze ich durch, sag ich ehrlich. Den zweiten Bildschirm wieder! Ja! Konnte nicht mehr schieben. Nur in so einem Programm. Jetzt. Fuck. Hörst du mich noch gut? Ja. Weil ja gerade hier Discord hat gerade gefragt, soll ich dein Audio wechseln? Ich habe noch ein anderes Gerät erkannt, aber damit meint er wahrscheinlich die Kamera. Ja. Oh, was passiert? Desktop-Verknüpfung für GeForce Nvidia anliegen. Das brauche ich eigentlich nicht. Starten von Nvidia GeForce Experience. Soll ich das starten? Ja, starten mal, aber dann wird er dir nur anzeigen, dass er den Treiber hat und so. Okay, es müsste jetzt alles installiert sein. Ich sehe deine Kamera nicht mehr. Nee, Digga! Digga, jetzt habe ich wieder für diesen Kurvenabschnitt so eine Schisskarre. Jetzt muss ich mich hier anmelden, oder was? Alter! Gesundheit! Danke! Digga, ich hab so eine Scheißkiste für diesen Kurvenabschnitt. Komm, zieh! Den dritten Platz will ich doch sauber nach Hause holen, Alter. Ist das der zweite? Nee. Schade. Irgendein Überrundeter, Digga. Wie kann man bei so einer kurzen Runde jemanden überrunden? Verstehe ich nicht. Komm, jetzt eine geile Karre. Jawohl, mit der komme ich doch ins Ziel. Okay, ich melde mich jetzt hier nicht. Das müsste ja eigentlich alles jetzt installiert sein, wo ich jetzt endlich Kontrolle machen. So, schauen wir mal, ob 5M jetzt Bock hat. Vielleicht hat er jetzt auch meinen Controller wieder Bock. Die Sau. Aber ich verstehe nicht, wieso ich deine Kamera nicht mehr habe. Ich sehe dich nicht mehr. Ja, der zweite ist da. Ja, du musst wahrscheinlich Discord einmal aus und wieder an oder ich mach gleich Kamera aus an. Oh, und ich hätte sogar noch die Pace gehabt, den ersten herauszufordern, aber leider war da schon das Ziel. Aber wieder zweiter. Ich meine, was ist denn hier los? Ich mach mal aus wieder an, ne? Geht's jetzt? Ja, danke. Ah. Ja, zwei zweite Plätze. Ich sag mal nicht nein, sag ich dir ganz ehrlich. Da sag ich mal nicht nein. So, dann halt mich auf den Stand. Das ist jetzt stattert. Sonst wechseln wir nächste Folge aufs normale GTA und probieren, ob es da geht. Also er startet schon mal. Das ist schon mal ein Zeichen. Ohne Fehlermeldung, ohne alles. Okay, ja. Ohne zu meckern, macht er erstmal hier Starti. Du hast noch eine Minute, dann endet das Rennen hier. Mal eben wieder nach drei Jahren den Grafiktreiber aktualisiert. Wunderbar. Also Freunde, aktualisiert eure Treiber. Macht Updates. Aber ich bringe mich um, weil mein
Controller geht immer noch nicht. Doch, er geht! Ja! Als ob das einfach alles behebt. Adi! Oh mein Gott, und es leckt nicht mehr. Yes! Toll, Digga. Was heißt, du hast 3 Jahre mit Lex rumgespielt, weil du deine scheiß Treiber nicht aktualisiert hast, oder was? In Mega Games hat der nie geleckt. Das war immer bei dem normalen GTA, wo es geleckt hat. Hm. Ja, Freunde, deswegen würde ich mal sagen, so XL-Folge heute machen wir hier 5 Rennen, Freunde. 2 Rennen kommen noch. Mann, Freunde, jetzt geht's endlich zu zweit los. Frankenstange. Ich nehm die Frankenstange. Fagaloa, Digga. Was ist das denn? Der heißt einfach Frankenstange. Komm, Nebula Turbo, ab geht ihr. Ach du Scheiße, was ist das für eine Kiste, Digga? Ich geh mal auf F, da gibt's die Frankenstange. Frech Gott. Nee, den nehm ich nicht, Alter. Ich nehm Nebula Turbo. Ich nehm, glaube ich, den Peyote Custom. Digga, siehst du das, was ich da hinten für Z***en einfach im Kofferraum habe, Alter? Digga. Ist ja mal mega. So, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt... Okay, 47 Spieler. Ich habe jetzt 2x zweite Plätze eingefahren. Oder geht mal auf die Top 5, würde ich mal sagen. Ne? Ganz klar, Top 5. Nee, ich ist ja jetzt mein erstes Rennen gefühlt. Ich war mit 25. Mehr gehe ich nicht. Sehr ich gut. Hatte noch keinen drin. Also bin ich ja absolut nicht eingefahren. Das ist richtig. TKR Putan ist... Ja, keine Ahnung, ganz schlimm, ne? Gib mir 2 Tage, dann habe ich ja auch so einen riesen dicken Batzen. Ja. Zeig dir, wie das ist. Geht ganz schnell, ne? Oh, Punkt zu Punkt, nur, Alter. Ja, fuck. Merk den schon, wie er oh, wächst. Oh, nee, also, nicht da. Richtig weh. Oh, nee, Digga, nicht da. Ja, und da ist schon das Ziel, Alter. Leg mir mal. Punkt zu Punkt. Aber viel schlimmer ist eigentlich dieser Moment, wenn du weißt, dass da was kommt. Ja. Weil das tut so weh. Boah, Alter, ich habe ja Radsturz. Da kann ich ja gar nicht gut fahren. Turbo. Was für ein Ding ist der? Attack doch den Kabel genommen. Ist der Einzige, der diese Kabel genommen hat hier? Nee, vor mir hat den auch jemand. Jawohl. Ja, ich hab. Bruder, ich hab die ganze Zeit 100 gehalten, also Max, und in der letzten Sekunde ist er auf 96 runtergegangen. Ey, ihr seid so eine Arsch. Der Vulkar Nebular Turbo. Ja, wo bist du? Vor mir, oder? Ja. Vierter. Ja, lol, Digga. Boah, kannst du mal aufhören zu hupen, ihr Wichser? Ich hab mich für eine Dreckskarre entschieden. Oh mein, Digga, die Karre ist ja so Schrott. Oh mein Obwohl, Gott. Obwohl, die Kurvenlage war not bad. Ach du Scheiß, ich bin raus, Alter. Digga, ich kann keine Kurven fahren, ich kann kein Vollgas fahren, ich kann nichts machen. Ach du Scheiße. Ja, mal solide, ja, 38. Nach der ersten Kurve, geil. Ja, als ich den Radsturz gesehen habe, dachte ich mir schon, es kann ja gar nichts werden mit Kurve. Eigentlich Punkt zu Punkt. Ja. Ja, stimmt. Oh, ja. Ja, komm. Ich fahre ein Rennen, hab schon wieder keinen Bock mehr. Ich krieg den Boxwill, Mann. Ich krieg den Drift Yosemite. Alter, Mann. Ah, okay. Der ist gar nicht so langsam, der fährt 150. Hey, Junge, der trifft Yosemite, Digga. 230 und let's go, Alter. 250. Jetzt geht er dir richtig ab, Alter. What the fuck? 270 oder was? Junge, er zieht leider mir vorbei, der ballert gleich über mir. Ja, da ist er! Ja, ist klar. Hast du gesehen, was wir schon wieder für einen Truck bekommen? Digga, 300! Ist klar! Bei 300 driften oder wie? Alles klar, geil. Und jetzt geht's mit einem soliden... Was zum... ist das denn? Okay. Centauro, jetzt geht's ab hier, Freunde! Oh, super Ding. Jetzt räum ich von hinten auf hier, lol. Oh ne, jetzt kommt hier dieser scheiß Geländeteil, Alter. Alter, wie ich das hasse. Oh, Junge, meine Karre ist so für Gelände so super geeignet, ja. Ja, ist wirklich so. Ich krieg mir für den Geländeteil, krieg ich mir jetzt einen Zentorn, oder? Digga, freu mich, jetzt... nur zu kriegen und dann kommt Geländeteil. Das jetzt so habe ich den Peyote Custom bekommen.
kommt der da nicht hoch oder was? Zion Cabrio, was ist das denn? Ja, Digga, hier ist das Ziel, ne? Gleich. Ja, perfekt. Naja, ich bin aktuell in meinem Zielbereich. Das wäre okay fürs erste Rennen. Digga, ich bin einfach fährt durchgereicht auf 17, Alter. Wieso ist dieser LKW hier schneller? Das kann doch nicht sein. Komm, jetzt nochmal also eine. Transformpunkte, oder wie? What the fuck, Alter? Jetzt kriege ich hier dieses Amphibienfahrzeug. Okay, nee, hier kommt noch einer. Ja, das ist das Ziel, oder was? Ja, Utility Truck, Mann, was ist denn da? Digga, ich bin einfach nur 13er geworden, Mann. Digga, geh mal zu mir. Hast du gesehen? Ja, ich war doch gerade da, ja. Alter, what the fuck ist das denn? Wir sind ein Scheiß. 21. Vier Fahrzeuge, zwei davon totaler Müll. Dann Centorno auf dem Sandstück, also auch nicht geil. Wieder totales Pech. Aber immerhin 21. Also mein Ziel von 25 habe ich erreicht. Das heißt, ich kann im nächsten Mal noch 20 gehen. Ja. Ich bin 13er geworden, kein Ziel. Eben dann schon letzten Rennen für die Folge, meine kleinen Wichser raus. Eine Scheiße, wa? Ich guck jetzt mal, ob ich ohne Kabel spielen kann. Stanislav finished 35. Nö. Oh. Stanislav. Gigant auf. Affall, ich dachte, da steht Gigant aus dem All, Alter. Gigant aus dem All, ey, Junge, da, natürlich. Oh, okay, der die ist so gut, Junge. Alter. Havox! Der wird auch richtig geiler Film. Was ist daran geil? Ich muss mit Tastatur von das dritte Rennen. Ja, die Game-Modi ist auch, wenn er nicht besser wird. Nee, da starte ich nochmal neu. Ah, geil, Alter, was haben wir denn? Supersportler? Ja, oh, Alter, was gibt's denn hier für geile Autos, Mann? Alter, was? Guck dir diese Karre auf Steroiden an! Digga! Huhu! Digga! Welchen hast du genommen? 98 S1. Tastatur, hier, Controller. Leg ich weg. Zackala. Nix da. Bin Maustastatur jetzt. Kann ich das jetzt schlecht zeigen, aber ihr werdet es ja an meiner Mausbewegung sehen. Digga, dieser Blutfleck auf der Nase. Der macht mir so krass. So, Maustastatur, Digga. Bin seit gefühlt 5 Jahren nicht mehr mit Maustastatur gefahren. Ach du, oh nee, das ist unordered, Alter. Nö. Was ist unordered? Ja, Zufall. Also, naja, nee, du kannst die Punkte halt nach Belieben auswählen. So, ne, hier Maus. Ja, Digga, gar keine Ahnung, Alter. Hat einer von euch einen Plan, wo lang's geht? Ach so, es geht nur darum, alle 8 Punkte einzusammeln. Ne, toll. Ich glaube, man muss raus. Bis 3 Runden oder wie? Ja. Oh ne, Tastatur ist scheiße, ey. Liegt schon mies, oder? Ist schon scheiße, ich bin gerade absolut grottig gefahren. Ach du Kacke, Alter. Aber heißt es, wir behalten die Punkte jetzt, oder? Nee. Das heißt, ich muss jetzt raus? Wie komme ich denn jetzt raus? Ja, muss dann rauskommen. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Ich bin explodiert. Ich wollte rausspringen, bin explodiert. Uli. Nice. Scheiße, das ist ein Transformer. Eigentlich wollte ich den nicht einsammeln, aber gut. Ist es Optimus Prime? Was? Na, Transformer. So, ja, es ist, ja. Digga, ich bin irgendwie 34. Also, ich bin 24. tatsächlich. Digga, ich hab gar keine Ahnung, Alter. Ich muss jetzt irgendwie wieder in die Military Base rein. Aber irgendwie, jetzt bin ich immer noch drinne? Dachte, ich komm da raus. Alter, das Rennen ist doch wieder Müll, Alter. Was ist das denn? Mann, Junge, Mann, das ist natürlich raus hier. Ja! Nein! Ja, das tut mir auch passiert vorhin. Oh ja, geil, ich bin wieder drinne. Hey, man muss doch hier irgendwie rauskommen. Sag mir jetzt nicht, ich muss da nach links, damit ich immer rauskomme.
Junge, das Abfluss ist so eklig, der überdreht sich halt so schnell, also die Reifen drehen so schnell durch, meine ich. Alter, warum ist diese Scheiße? Aber ich bin scheinbar Siebter, also scheinbar habe ich gar nicht so scheiße gemacht. Jetzt bin ich gleich in Runde Nummer 2. Ja, geil. Und jetzt geht es wieder von vorne los, der Mist, oder wie? Ja, geil. Geil. Ich hab's endlich rausgeschafft. Das ist schon geil. Ich fahr gleich das zweite Mal raus. So, hier kommt jetzt auch noch ein Transformer. So, jetzt bin ich... krieg den Vorstand. Was für ein Vorstand? Der Wagen heißt Vorstand. Gold oder so? Als ob. Vorstand. Nicer Typ, Mann. Alter, Tastatursteuerung. Ich sag es geht. Du musst deutlich mehr tippeln als auf dem Controller und gerade die Mausdrehung ist nicht so optimal, sag ich dir ganz ehrlich. Dieses sanfte Anfahren kannst du hier nicht machen, ne? Du kannst ja nur W durchdrücken und dann. Ja. Boah, ich bin jetzt Zweiter, Digga. Sag ich dir ganz ehrlich. Läuft. Ich hab noch eine geile Karre. Bitte jetzt nicht eine Scheißkarre. Ja, ein Motorrad, easy. Wie komme ich denn hier wieder rein jetzt? Ich habe echt meine Probleme, hier aus der Basis raus und wieder reinzukommen. Der Rest ist ja eigentlich easy, aber... Komm da hoch. Jawohl, 5-8-Technik, ich sag's dir ehrlich. Ja, als ob man den Punkt nicht eingesammelt bekommt. Ich raste aus. Ja, wie scheiße ist denn das programmiert? Man kriegt Punkte von 20 Meter weit weg, aber hier muss ich den graben. Final Lap. Okay, immer noch Dritter. Immer. Als ob du schon in der dritten Runde bist. Ja, klar, Digga. Noch in der ersten. Komm hier einfach nicht aufs Grundstück. Jetzt, ich bin drauf. Oh mein Gott. Weil ich wüsste gerne, wo der erste ist. Die sind beide schon runter. Ich muss direkt reinfahren oder was, dass ich in die neue Runde komme. Was ist denn das für ein Schmutz schon wieder? Ja, oh, ich bin jetzt Zweiter, okay. So, jetzt bin ich in Runde 2. Solide Leistung. Jetzt bin ich doch wieder Dritter, scheiße. Aber ich bin immer noch 25. Sheesh, also wie viele Leute hier da keine Ahnung haben. Ah, nee, Digga, dieser Rennmodus, den finde ich ja... Junge, kannst du mal lenken, Motorrad? Hallo? So furzen, Alter. Oh! Alter, Atombombe. Den konnte man hören, Digga. Echt? Ja. Nein, aber nicht. Ja, doch. Oh, nee, ich muss nur noch da hoch. Komm schon! Weißt du, wie man respawnen kann? Ja, mit F. Mit F. Nein, oh, der zweite hat beendet. Es war knapp, ich bin im Ziel jetzt. Und ein Treppchen ist drinne! Dritter Platz, Alter! Das war auch ein chaotisches Rennen, sag ich dir aber ganz ehrlich, ey. What the fuck? Wo bist du gerade? Welcher Platz? Da. 23rd. Wow. So bist du rausgesprungen, ist interessant. Ja, wie soll man denn da sonst rausspringen? Ich bin außen rum gefahren. Ja, da gibt's keinen Weg außen rum bei mir. Ja, natürlich, du musst einfach nur Militärbasis über die Straße verlassen. Aber so ist es kürzer, also. Ja, soweit habe ich schon beim ersten Mal gemacht. Ja. Aber da bin ich explodiert. Jetzt da hoch, genau. Wenn du jetzt respawnst, spawnst du drinnen, ne? Dann kannst du da direkt hinfahren eigentlich. Weil so kriegt man den Punkt nicht. Ja, jetzt musst du da durchs Tor. Nee. Ja. Der ist einfach nicht mal mit der zweiten Runde fertig. Tega, der erste Platz hat einfach eine 1,24er Runde dahin geklatscht.
Wow. Beeindruckend. Vielleicht kennt der das aber auch schon. Ja, er hat ein gutes Fahrzeug gehabt. Was er machen muss und ja. Wie er fahren muss. Ja, na, ich bin zum Beispiel gar nicht drauf gekommen, da rauszuspringen einfach. Ja. Tja. Ein immerhin gerade 17. Wow, du dumme Sau. Ja, wir schnappen uns noch ganz entspannt den letzten Podestplatz. Ich starte mal nochmal kurz 5M neu, damit mein Controller wieder funktioniert. Jo. Und Freunde, für diese Folge soll es gewesen sein. Heute mal ein bisschen mehr. Ja, muss auch mal sein. Und in der nächsten Folge gehen wir dann rüber zu den Game Modes. Ja, machen wir auch ein bisschen länger dann die Folge, denke ich mal. Wow. Und ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.